Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das, was ihr hier sehen könnt, ist etwas Spezielles, und zwar eine klare Quecksilberdampflampe. Findet man in Europa eigentlich recht selten, aber bei den Amerikanern ist das recht verbreitet. Die habe ich mir bestellt aus Amerika, und zwar ist es eine Westinghouse. Hier könnt ihr direkt das Leuchtmittel sehen, vielleicht auch der Stempel. Westinghouse HF175XR-H. Sie hat eine E39er Fassung, passt bei uns in E40 rein, sollte kein Problem sein. Dieses Leuchtmittel ist brandneu, leider made in China. Macht aber nichts, weil die Verarbeitung des Leuchtmittels sehr, sehr qualitativ hochwertig und gut ist. Hier kann man den Brenner erkennen. Von dieser Seite vielleicht auch noch die Zündelektrode da unten. Der Zündwiderstand. Und ja, eigentlich die ganze Konstruktion ist sehr hochwertig und gut. Da oben noch die zwei Stützen. Gut, schauen wir uns noch die Verpackung an und dann die Schaltung und dann schmeißen wir sie direkt an. Hier könnt ihr die Verpackung des Leuchtmittels sehen. Westinghouse Mercury Vapor 175 Watt Clear, also klar. Mogul Base 10.000 Stunden ist eigentlich recht wenig für eine Quecksilberdampflampe, aber naja, ich glaube, die wird es bei mir auf Ewigkeit machen. Bedienungsanleitung auf Englisch, Spanisch, ja, nichts Spezielles. Französisch hier hinten noch. Ja, wieder auch in Englisch, auch von oben, Mercury Vapor von Westinghouse, BT28. Ja. Die Verpackung gefällt mir auch sehr gut mit diesem Logo von Westinghouse. Dies ist allgemein meine erste Westinghouse Leuchtmittel. Und ja. Gut, dann schauen wir uns die Schaltung mal an. Um eine 175 Watt Quecksilberdampflampe aus Amerika zu betreiben, benötige ich ein 150 Watt Natriumdampflampenvorschaltgerät. Hier von der Firma Foslo Schwabe. Und ja, wenn ich das mit 150 Watt Natrium betreibe, stimmt der Betriebsstrom der Lampe eigentlich exakt. Anschlüsse. Der Ausgang der Drosselspule einfach ohne Zündgerät anschließen, wäre nicht so schön für das Leuchtmittel. Neutralleiter, Erdung, Einspeisung, Polleiter und ja, wie sich's gehört. Gut, dann schalten wir mal das Licht aus und dann würde ich sagen, wir starten das Leuchtmittel in 3, 2, 1. So, jetzt Entschuldigung für diesen kurzen Ausfall. Die Lampe hat sehr schön gestartet. Man kann das Glas blau leuchten sehen. Dies ist wegen dem UV-Filter. Von oben hier. Allgemein ein sehr schönes Leuchtmittel.
Sie wird jetzt langsam sehr hell. Braucht seine Zeit. Aber wenn sie dann ihre Helligkeit entfaltet hat, ist sie wirklich sehr hell und gibt ein sehr schönes weißes Licht von sich mit ein wenig Grünstrich drinnen. Also das heißt, sie leuchtet nicht nur weiß, sondern auch ein wenig mit Grünanteil. Auf der Kamera erscheint es jetzt ziemlich grün, aber in Real Life, also jetzt bei mir, ist sie sehr, sehr, sehr weiß und sehr hell. Man kann hier sehr schön den Lichtbogen erkennen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes und cooles Leuchtmittel. Ich würde sie nicht mehr hergeben. Sie ist jetzt auch langsam hochgefahren. Wie man es erkennen kann, gibt sie ein sehr schönes weißes Licht. Also ja, leider auf der Kamera immer noch sehr, sehr grün. Das kann man wahrscheinlich auch nicht ändern. In Original ist sie wirklich sehr, sehr weiß. Also nicht wie eine beschichtete Quecksilberdampflampe. Man kann den Unterschied schon erkennen. Gut, dann würde ich sagen, wir schalten sie wieder aus, dass man den Lichtbogen kurz erkennen kann. 3, 2, 1. Die Elektroden haben kurz nachgeleuchtet, was normal ist, aber sonst das Leuchtmittel eigentlich nicht. Gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Hoffentlich.